Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Niki Fellner trifft die mächtigsten Parteichefs des Landes. Und Sie sind mit dabei. Wutbürger, Politfans, Kritiker und alle, die schon immer mal mitreden wollten. Heute zu Gast Peter Pilz. Im Nikola-Tesla-Labor der Hochspannungshalle der TU Graz finden normalerweise hochwissenschaftliche Experimente statt. Prüfspannungen von bis zu 1 Million Volt sind hier möglich. Doch heute steht die Halle noch mehr unter Strom. Peter Pilz stellt sich den knallharten Fragen von OE24-Chefredakteur Niki Fellner und einer spannungsgeladenen Diskussion mit dem Publikum. Jetzt Peter Pilz und Niki Fellner bei Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen beim Bürgerforum auf OE24TV zu unseren Sommergesprächen. Letzte Woche waren wir noch in Felden, da war Christian Kern, der SPÖ-Chef, zu Gast und hat den Auftakt bei uns gemacht. Und heute kommt Peter Pilz, der Gründer der Liste Pilz, zu uns. Und zwar hierher in eine ganz besondere Location. Wir sind in Graz im Nikola-Tesla-Labor der Technischen Universität Graz. Hier werden normalerweise, wo ich stehe, Blitze mit fast 3 Millionen Volt durch diesen Raum geschossen. Und auch heute wird in diesem Hochspannungsraum ordentlich für Spannung gesorgt sein und werden vielleicht auch die einen oder anderen Blitze niedergehen. Denn Peter Pilz, der hat echt viel zu erzählen. Der hat einen richtig turbulenten Herbst hinter sich mit seinem Rücktritt, den Vorwürfen wegen sexueller Belästigung, dann dieses völlig verkorkste Comeback, der Streit in der Partei und natürlich die große Frage, wie will er seine Liste Pilz jetzt wieder auf Schiene bringen, wie will er die Regierung angreifen und was plant er für den Herbst? Das werden wir ihn alles gleich fragen. Gleich geht's los hier bei uns und jetzt schalten wir zu Sabrina Blagojevic, die hat nämlich den Peter Pilz gerade beim Eintreffen vor dem Mikrofon und dann starten wir mit unserem Bürgerforum hier auf OE24TV. Hallo, grüß Gott, Herr Pilz. Schön, dass wir Sie heute hier in Graz begrüßen dürfen. So ein Zufall. Sie wirken unglaublich erholt. Kann das sein, dass Sie auf Urlaub waren? Naja, natürlich. Bei mir auf der Alm, das ist kein großes Geheimnis. Ich habe die Obersteiermark pilzfrei gemacht. Da ist nicht mehr viel da. Und dazwischen sind wir bei meiner Frau in Kärnten und diesmal an einem kleinen See. Das war wirklich herrlich. Es klingt ganz herrlich. Sie sind gut erholt. Damit stehen eigentlich schon alle Vorzeichen darauf, dass das heute ein wirklich spannendes Gespräch werden wird, weil Sie sind energiegeladen, genauso wie unsere Gäste. Wir diskutieren ja heute mit Bürgern. Ist das was, wo Sie sagen, irgendwie so ein bisschen Bauchweh habe ich schon, was da für Fragen kommen? Weil Sie waren ja wirklich so, dass Sie auch im Vorfeld gar nicht wissen wollten, was für Fragen kommen, was für Themen kommen. Sie sind extrem offen Bürgern gegenüber. Ja. Gehört das zu Ihrer politischen Strategie? Es macht mir einfach Spaß. Mir macht es einfach Spaß, mit Leuten reden. Ich bin das gewöhnt aus Kapfenberg. Das ist ja nicht weit von da. Das ist bei uns in der Steiermark so üblich. Man trifft die Leute mitten auf der Straße. Ich tue das ja jeden Tag. Ich gehe in Kaisermühlen zur U-Bahn. Nein, ich bleibe mindestens dreimal stehen und rede mit Leuten. Und dann rede ich in der U-Bahn weiter und dann rede ich am Weg ins Büro weiter und das geht am Abend so weiter. Und ich mag das, weil sonst würde ich das nicht machen. Was glauben Sie denn, was die Leute besonders interessiert bei Ihnen? Na, erstens, wenn wir endlich anfangen, ein bisschen weniger streiten und ein bisschen mehr arbeiten. 1:0 für Sie. Ja, und das ist eine höchste Zeit, das sind wir den Leuten schuldig und da werde ich auch nach bestem Wissen und Gewissen versprechen können, so jetzt geht's los. Ich glaube, die Leute spüren auch, dass es jetzt schon losgeht. Ich nehme mir gerade meine Eurofighter wieder ordentlich vor. Naja, und dann natürlich, was ist los in der Republik? Was tun wir mit dieser Regierung, die den einfachen Leuten immer mehr aus der Tasche nimmt und es immer mehr den Falschen gibt, wo Eurofighter wichtiger sind als Pensionen, wo schlagende Burschenschaftsförderung wichtiger ist als unser Gesundheitssystem und unsere Universitäten und wo man junge, gut integrierte, bereits arbeitende Flüchtlinge abschiebt und die Hassprediger dürfen bleiben. Also da fragen sich viele Leute, was ist denn da los? Und gibt es nicht eine Opposition, die das ändert? Genau das fragen sich wirklich viele Leute. Wie viele? Das sehen Sie drinnen, Herr Pilz. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Nikola-Tesla-Labor heute beim Bürgerforum im Sommer vom Fellner Live. Viel Spaß. Wunderbar. Bin schon unterwegs. Und jetzt geht's los. Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer mit Peter Pilz und Niki Fellner.
Willkommen auf OE24TV und zwar zum Bürgerforum, unserem neuen Format, unseren Sommergesprächen, wo wir jede Woche am Sonntagabend einen Parteichef bei uns zu Gast haben. Und heute melden wir uns aus einem ganz speziellen Ort und zwar aus dem Nikola Tesla Labor der TU Graz, der Technischen Universität hier in Graz. Und dieses Labor, hier werden normalerweise Blitze erzeugt, hier fließen normalerweise 1 Million Volt durch diesen Raum und ich glaube auch heute wird es höchst spannend, ob der eine oder andere Blitz einschlägt, dafür wird unser Gast heute sorgen. Peter Pilz ist da, der Gründer der Liste Pilz. Themen gibt es genug, vielleicht einen kurzen Anfangsapplaus für Peter Pilz. Und wir haben natürlich vor allem Sie da, Bürgerinnen und Bürger aus ganz Österreich, viele auch aus der Steiermark, viele aus dem Umkreis von Graz, die alle Fragen an den Peter Pilz haben, denn wir wollen das heute bewusst als Bürgerforum gestalten. Sie stehen im Vordergrund, die OE24, Seher, User und Österreich-Leser. Und Sie sollen primär die Fragen stellen, dennoch erlaube ich mir sozusagen die Anfangsfrage zu stellen. Der Peter Pilz hat, nehme ich an, war früher auch ein großer Austropop-Fan, vielleicht auch noch immer. Jetzt hat der Wolfgang Ambros vor ein paar Tagen in einem süddeutschen Interview die Regierung massiv kritisiert, vor allem die FPÖ, hat sie als braunen Haufen bezeichnet, auch der Bundeskanzler hat sein Fett abbekommen. Herr Pilz, spricht Ihnen der Wolfgang Ambros aus der Seele? Ja, schlicht und einfach ja. Manchmal merkt man erst, wie ernst es ist und wie viel schiefgegangen ist, wenn sich Leute wie der Wolfgang Ambros zu Wort melden und sehr deutlich und sehr unverblümt sagen, wie es ihnen geht. Ich kenne den Wolfgang Ambros, der ist nicht ein hervorragender, ganz toller Künstler, sondern der ist auch ein Mensch, dem dieses Land am Herzen liegt und der sich ganz, ganz große Sorgen macht. Und diese Sorgen, die teilen sehr viele Leute. Ja, ich bin sehr froh, dass er sich so klar geäußert hat. Hat das nicht ein bisschen zu brutal formuliert, der braune Haufen? Ich meine, wir alle können uns was unter einem braunen Haufen vorstellen. Hätten Sie es ähnlich formuliert oder hätten wir es vielleicht ein bisschen, sage ich einmal, nobler verpacken können, diese Kritik? Nein, man muss die FPÖ nicht unbedingt als braunen Haufen bezeichnen. Das soll jeder halten, wie es will. Aber es gibt bedauerlicherweise schon Gründe, in diese Richtung Bezeichnungen zu suchen. Ich bezeichne die FPÖ eigentlich schon lange nicht mehr als braunen Haufen, sondern als Partei der Anständigen und Tüchtigen. Und das Problem ist immer, dass so geschwind aus der Partei der Anständigen und Tüchtigen, wenn sie in der Regierung sind, die Partei der Abgängigen und Flüchtigen wird. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt. Dass aus anständig abgängig und aus tüchtig flüchtig wird. Das beginnt jetzt im Innenministerium mit diesen seltsamen Vergaben an diese Agentur in der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Und wir werden da noch etliches mehr erleben. Und das Ganze riecht schon wieder nach dem alten System. Ich fahre jetzt am Nachmittag weiter und schaue mir neue Eurofighter-Akten an. Und Eurofighter-Akten führen fast automatisch immer wieder zur Freiheitlichen Partei. Und man fragt sich wirklich, was ist da eigentlich los in der Republik? Dass es eine Partei gibt, die jedes Mal sagt, wir sind gegen Eurofighter, wir sind gegen CETA, wir sind gegen den 12-Stunden-Tag. Und dann kommen sie von der Oppositionsbank auf die Regierungsbank und dann macht es Bums für den 12-Stunden-Tag, Bums für CETA und jetzt Bums durchs Hintertürl schon wieder die Eurofighter. Und da sieht man diesen freiheitlichen Kreislauf. Das ist immer Oppositionsbank, das sind ein paar Jahre. Dann kommt die Regierungsbank, das wird eher kürzer, hoffe ich. Und die nächste Bank ist die Anklagebank. Da leidet ja nicht nur die FPÖ darunter, das wäre ja mir persönlich vollkommen wurscht. Aber da leidet die Republik, weil am Ende stehen wir immer auch vor budgetären Scherbenhaufen. Hypo Alpe Adria verdanken wir diesem System. Telekom verdanken wir diesem System. Eurofighter verdanken wir diesem System. Das hat die Republik, diese blau, auch schwarze Misswirtschaft in blau-schwarzen Regierungen, in den letzten 1,5 Jahrzehnten ja mindestens 15 Milliarden Euro gekostet.
ich muss Ihnen und Ihnen allen nicht erzählen, was man mit 15 Milliarden machen kann und wie diese 15 Milliarden fehlen. Und dann wird bei der Mindestsicherung gekürzt, statt bei der Luftraumüberwachung. Und dann werden die Pensionen angegangen und dann gibt es plötzlich kein Geld für Deutschstunden mehr. Und. Weil das Geld in blaue und auch schwarze Kanäle versickert. Und insofern sage ich danke, Wolfgang Ambos, dass ein Künstler ab und zu sich auch die Zeit nimmt und den Mut hat, die Wahrheit zu sagen. Ist diese Regierung eine Gefahr für Österreich, Ihrer Meinung nach? Man soll es nicht dramatisieren, aber sie ist sicher nicht wirklich was Gutes für Österreich. Wir haben jetzt ein halbes Jahr zugeschaut und viele haben sich überlegt, ja, was wollen die überhaupt? Weil am Anfang war es unklar. Und jetzt nimmt das langsam Konturen an. Es ist auf eine bestimmte Art eine Gefahr für Österreich, weil die österreichische Reputation jeden Tag durch sehr problematische außenpolitische Aktionen ramponiert wird. Ich war in Jordanien im größten Lager. Dort erwerben sich alle, von den Amerikanern bis zu den Schweden, von den Deutschen bis zu den Italienern, einen tollen Namen in der internationalen Flüchtlingshilfe. Die einzigen, die immer groß reden und nichts tun, sind die Vertreter der Republik Österreich. World Food Program. Die Schweden zahlen 100 Millionen, die Deutschen 600 Millionen, die Schweizer 60, 70 Millionen. Wir zahlen, weil das Parlament Druck macht, ein paar hunderttausend Euro. Österreich lässt, der Bundeskanzler lässt diese Lager im Stich und erklärt immer Hilfe vor Ort. Er verweigert die Hilfe vor Ort, Außengrenzschutz. Wenn man ernsthaften Außengrenzschutz macht der Europäischen Union, und das ist ein nicht unproblematisches Projekt, aber wir wissen, es kostet 150 Milliarden Euro. Gleichzeitig sagt der Regierungschef, keinen Cent mehr für die EU, eher weniger. Ja, wie soll man das machen, wie soll man das kontrollieren, wenn es kein Geld dafür gibt? Und dann wird gesagt, du kriegst als Flüchtling, auch wenn du gut integrierst, alles Mögliche, nur die Mindestsicherung, die volle, wenn du gut Deutsch kannst. Was ist der erste Schritt der Bundesregierung? Die Deutschkurse des AMS in der Höhe von 35 Millionen Euro pro Jahr auf null zu reduzieren. Jetzt ist kein Geld mehr da fürs Deutschlernen und dann sagt man, ja, aber du kriegst keine Mindestsicherung, weil du nicht Deutsch gelernt hast. Und dann ist der nächste Schritt. Dann schaffen es etliche von diesen jungen Leuten, die kommen, lernen was mit unseren Steuergeldern. Aber sie lernen was, sie beginnen zu arbeiten, sie integrieren sich, sie lernen Deutsch. Bums, werden sie im Betrieb abgeholt und abgeschoben. Und gleichzeitig hier in Graz kann ich Ihnen die Moscheen zeigen, wo Hassprediger speziell aus Bosnien scharf machen und die öffentliche Sicherheit gefährden. Ja, und die können bleiben. Und was ist das für eine Regierung? Und wie schaut es aus mit dem Ruf Österreich? Wenn gut integrierte junge Leute, die ihren Beitrag zum Wohlstand dieser Republik leisten wollen, abgeschoben werden, die toll Deutsch kennen, Gastfamilien haben, österreichische Freunde haben und die Hassprediger, zum Beispiel die bosnischen Hassprediger in Graz, unbehelligt bleiben. Das ist doch verrückt. Und da gibt es oft nicht einmal eine Antwort drauf und manchmal denke ich mir, vielleicht gibt es Leute nicht nur in der FPÖ, die das Flüchtlingsproblem gar nicht lösen wollen. Zwei Regierungsmitglieder sind ja, glaube ich, ihre Lieblingsfeinde mittlerweile. Der Herbert Kickl, Stichwort BVD-Ausschuss, und mittlerweile auch der Verteidigungsminister Kunasek, dem sie ja beim Eurofighter jetzt ins Korruptionseck stellen. Ich würde es nicht so scharf formulieren. Ich kenne den Mario Kunasek als Abgeordneten. Und das war immer ein netter und angenehmer Kollege. Ich habe persönlich überhaupt nichts gegen ihn. Ich glaube, dass er persönlich ein anständiger Mensch ist. Da soll kein falscher Eindruck entstehen. Das Problem ist, im Gegensatz zum Hans-Peter Doskozil, der ein sehr, sehr guter Verteidigungsminister war, weiß der Mario Kunasek nicht, was er tun soll. Und jetzt kriegt er einen Bericht am Tisch, völlig unvorbereitet, in dem drin steht: Die Eurofighter, die bis 2035 locker durchfliegen sollten, können ab 2021 nicht mehr betrieben werden. Es ist vorbei. Ich habe das immer gesagt. Das ist ein Klumpert. Das ist fliegendes Schmiergeld und sonst überhaupt nichts. Und die haben immer alle gesagt, die fliegen rund um die Uhr und das beste System der Welt. Jetzt ist das System am Ende. Jetzt ist das System am Ende. Und jetzt sitzt der Verteidigungsminister Kunasek, dessen Partei wird dieses Klumpert verdanken. Das soll man nie vergessen. Jetzt sitzt er da
und hat einen Bericht der Taskforce. Und in dem Bericht der Taskforce steht, wenn wir wieder Kampfflugzeuge kaufen, und ich bezweifle grundsätzlich die Sinnhaftigkeit, das noch einmal zu tun, wenn wir wieder kaufen, dann haben wir gleichteilige Systeme, die F-16 aus den USA, die Gripen aus Schweden oder ein Upgrading der Eurofighter und einen Nachkauf von Eurofighter steht im Papier des Ministers in der Höhe von weiteren 2,4 Milliarden Euro. Wird dort der Tosco-Ziel sitzen oder wird ich dort sitzen, wäre unser nächster Schritt vollkommen klar. Ein Konzern, den die Republik Österreich geklagt hat wegen Betrugs an dieser Republik. Das Erste, was ich tue, ist, dass ich den Streich aus allen Ausschreibungen und aus allen Vergabevorgängen, die haben doch nichts mehr verloren, denen kaufe ich ein Flugzeug ab, denen kaufe ich einen Hubschrauber ab, denen kaufe ich nicht einmal, eine Fußmatte ab, falls Airbus irgend sowas produziert. Die haben bei uns nichts mehr verloren. Und ein Verteidigungsminister, der ausschließlich die Interessen der Republik Österreich vertritt, müsste jetzt aufstehen und sagen, Airbus und Eurofighter werden aus allen Vergabevorgängen gestrichen. So, damit kommen wir schon zur ersten Publikumsfrage. Das erste heiße Eisen haben Sie schon angegriffen, und zwar die Eurofighter, bitte. Wie ist es in Österreich möglich, dass ein ehemaliger Minister in einem Gartenhotel auf einem Schmierzettel einen Vertrag, wo Juristen wochenlang dran feilen, eigentlich als Anhang dort hineinnimmt und der gültig ist. Das heißt, er hat es ja das reduziert, was da gut gemeint war, auf einem Schmierzettel im Gartenhotel irgendwo in Altmannsdorf. Und da frage ich mich schon, wie ist das möglich, dass dann weitere Verteidigungsminister kommen, immer wieder neue Klagen gegen den Airbus, gegen diese Firma geführt werden. Wer zahlt die Anwaltskosten? Ein Minister kommt, der andere hebt auf. Das kann es ja nicht sein. Wie ist da die Situation gesamt? Naja, die Geschichte damals in dem Gartenhotel Altmannsdorf, das ist übrigens ein Parteihotel der SPÖ. Sie müssen sich mal vorstellen, ich sitze im Untersuchungsausschuss, befrage wen, und wir wussten nur von einem Vertrag, von einem Darabusch-Vertrag am Flughafen von Paris einen Monat später. Und dann sagt einer, ja, und in Altmannsdorf haben wir da auch, und da haben wir ein bisschen was anderes. Und ich bin stutzig geworden und habe dann nachgefragt und habe gesagt, da gibt es ja noch was. Und dann, das muss man dem Tosco-Ziel hoch anrechnen, ist der ziemlich zornig geworden und hat das ganze Verteidigungsministerium am Kopf stehen lassen und in einem Nebenzimmer des ehemaligen Kabinettschefs in einen Schrank, den ewig schon niemand mehr benutzt hat, haben sie einen Ordner gefunden und da waren 5 Papiere drin, unter anderem die letzte noch existente und nicht vernichtete Kopie dieses handschriftlichen Vertrags. Und es war hingeschmiert auf einem Parteipapierl, aber ein rechtsgültiger Vertrag. Aber das Problem war ja anderes. Ich habe die beiden Verträge nebeneinander gelegt und habe gesehen, dass innerhalb eines Monats von Altmannsdorf bis Paris sich das weiterzulassen Österreichs dramatisch verschlechtert hat um weit mehr als 20 Millionen, ohne dass wir dafür was gekriegt haben. Und deshalb haben wir dann das dem Staatsanwalt übergeben. Sie haben gesagt, Herr Staatsanwalt, wenn, ohne dass die Republik was dafür kriegt, sich die vertragliche Lage der Republik um mehr als 20 Millionen verschlechtert innerhalb von 4 Wochen, dann begründet das den Verdacht der Untreue, das sind Steuergelder. So, Staatsanwalt nimmt das ernst, deswegen ist Darabosch seit damals Beschuldigter im Strafverfahren. Ich habe nichts gegen ihn. Ich glaube, er ist von seiner eigenen Parteispitze reintheatert worden. Ich halte ihn für keinen großen Bösewicht, aber er wird sich verantworten müssen. Und warum klagt die Republik jetzt? Was soll sie sonst tun? Wenn man betrogen wird, dann muss man zum Staatsanwalt gehen. Und ich brauche einen Anwalt, und das kostet halt ein paar hunderttausend Euro, vielleicht auch 2 oder 3 Millionen Euro. Um mindestens 1 Milliarde aus Deutschland zurückzuholen. Sie werden ja gesehen haben, ich habe gestern eine Pressekonferenz gemacht, Sie haben ja eh darüber berichtet. Ich komme durch einen Zufall über einen Hinweis auf ein Dokument, das uns vorenthalten wird als Untersuchungsausschuss, drauf, dass das Bußgeld, das Airbus von der Staatsanwaltschaft in München wegen Eurofighter Österreich aufgebrummt gekriegt hat, nicht Österreich kriegt, weil das ist ja alles aus unseren Steuergeldern passiert, diese ganzen Schmiergelder, sondern der Freistaat Bayern,
der noch nie einen Eurofighter gehabt hat. Das sind die Freunde des Herrn Kurz, die bayerische Regierungsspitze. Und jetzt sind wir in der absurden Situation, dass sich Airbus bereichert hat, österreichische Steuergelder. Jetzt bereichert sich der Freistaat Bayern mit österreichischen Steuergeldern und wir kriegen nichts. Und da habe ich gesagt, hoppla, Notbremse, Anwalt her. Wir haben in der Republik Österreich einen Anwalt der Republik, das ist der Präsident der Finanzprokuratur. Und der Minister soll den anrufen oder ihm ein Mail schicken, lieber Präsident der Finanzprokuratur, bitte sofort tätig werden und durch eine zivilrechtliche Klage das Geld aus Bayern nach Österreich holen. Bis heute keine Antwort des Verteidigungsministers, keine Antwort des Finanzministers. Weil bei Lehrlingen, bei alleinerziehenden Frauen, da greifen sie tief in die Taschen rein, wo eh nicht viel drin ist. Aber bei der bayerischen Staatsregierung im Freistaat Bayern, die auf einem riesen Sack österreichischer Steuermillionen sitzt, da stehen sie alle so da und sagen, na, um Gottes Willen, das können wir nicht. Das geht doch nicht. Und da müssen wir unsere Anwälte mobilisieren und müssen wir unsere Steuergelder zurückholen. Und wenn der Herr Kuhner sagt, der halt, das ist kein Böser, sondern das ist so ein Wackelminister, typischer freiheitlicher Minister, wenn es von der Seite blast, wackelt er dorthin, wenn es von der Seite blast, wackelt er dorthin, müssen wir schauen, dass es von der Seite des Parlaments und des Rechtsstaates ordentlich blast. Also werde ich einen Entschließungsantrag im Plenum des Nationalrats einbringen und da wird drinstehen, der Verteidigungsminister wird aufgefordert, den Präsidenten der Finanzprokuratur zu ersuchen, diese 81,25 Millionen Euro aus Bayern auf dem Klagsweg zurückzuholen. Dieses Geld gehört unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und denen holen wir es auch zurück. Das garantiere ich. So, jetzt haben Sie noch neben dem Mario Kunasek zweites Feindbild in der Regierung, den Herbert Kickl. Dem werfen Sie ja vor, dass er den BVD, also den Verfassungsschutz, umfärbt in einer Brutalaktion. Und da gibt es jetzt auch einen Urschuss, wo Sie ebenfalls drinnen sitzen, wird das zweite heiße Thema des Herbstes für Sie. Mit Sicherheit, weil gerade in einer Situation, wo Österreich von wirklich großen Gefahren bedroht ist, und da gehört der Rechtsextremismus genauso dazu wie der Terrorismus nahe politische Islam, das sind ja reale Gefahren, muss man was tun. Brauchen wir einen Verfassungsschutz, der das genau beobachtet? In Wien, in Graz, in Linz haben wir jede Menge hochprofessioneller Erdogan-Spitzeln, die im Auftrag des türkischen Präsidenten Leute aufhetzen gegen diese Republik und gegen unsere freie und offene Gesellschaft. Ich brauche einen Verfassungsschutz, um zu wissen, was diese Brüder da planen und wie wir ihnen das Handwerk legen können und wie wir sie möglichst schnell außer Landes bringen können, weil die haben nichts bei uns verloren. So, jetzt hat es diesen freiheitlichen Überfall unter Führung des Innenministers auf den Verfassungsschutz gegeben. Das werden wir parlamentarisch untersuchen. Das werden auch die Gerichte untersuchen und wir werden das aufklären. Das Problem ist nur, wir haben keinen funktionierenden Verfassungsschutz mehr. Ein Verfassungsschutz, wo dauernd Staatsanwälte aus- und eingehen, wo sie dauernd sitzen und sagen, wann kommt der nächste freiheitliche Angriff auf uns und wer von uns wird schon überwacht und so weiter. Die bringen ja in der Gefahrenabwehr nichts mehr zusammen. Wenn die dauernd um die eigene Existenz zittern, sind ja nicht in der Lage, Erdogan-Spitzel, Hassprediger, Neonazis und so weiter unter die Lupe zu nehmen. Und ich sage Ihnen eines, die 8 Grazer Salafistenmoscheen, großteils mit Bosnien-Verbindungen. Und es gibt auch inzwischen in der Obersteiermark Problembereiche. Der Verfassungsschutz in der Steiermark, und das sind sehr, sehr gute Leute, sind besonders gute Leute, die sind nicht in der Lage, das ausreichend zu überwachen, weil sie kein Personal haben. Weil der Innenminister sagt, wir brauchen nicht Verfassungsschützer, sondern wir brauchen Pferde. Aber ich kenne keinen einzigen islamistischen Terroristen, der sich vor Pferden fürchtet. Und auch kein Neonazi. Und ein Innenminister, der Pferde setzt und setzt auf Aufträge für diese dubiose Kärntner Firma und schon wieder in parteinahe Kanäle das Geld fließen lässt, den Verfassungsschutz lahmlegt, der wird selbst zu einem Sicherheitsrisiko. Aber und das ist jetzt keine Frage, wie stehe ich persönlich zum Herbert Kickl. Es ist nicht meine Aufgabe als Abgeordneter, persönliche Animositäten auszuleben. Ich habe es bei Kunasek schon gesagt, ich habe nichts gegen den Mario Kunasek. Beim Kickl ist es ein bisschen anders. Wir müssen einfach die Republik vor Politikern
wie Herbert Kickl schützen, leider. Aber Sie werfen ja der Regierung vor, vom Verfassungsschutz angefangen bis zum ORF, da derzeit eine massive Umfärbung durchzuziehen. Eine klassische alte Parteibuchwirtschaft, naja, dass überall Günstlinge hingesetzt werden. Das ist Ihr Vorwurf, oder? Sie sehen es ja, der Angriff auf den Verfassungsschutz in Wien und auch das gilt auch für die Landesämter in den Bundesländern, hat ja in erster Linie ganz offensichtlich dazu stattgefunden, dass man aus einem schwarzen Verfassungsschutz einen blauen Verfassungsschutz macht. Niemand kommt dort auf die Idee, dass wir endlich statt einem Parteiverfassungsschutz einen Verfassungsschutz der Republik Österreich brauchen. Sie haben das Gleiche bei der sogenannten Kranken- und Pensionskassenreform, also Sozialversicherungsreform. Die Zerschlagung führt nicht dazu jetzt, dass es ganz wenige besser organisierte Einheiten gibt, sondern unter dem Denkmantel ganz weniger Einheiten gibt es ja wieder alles schön aufgegliedert. Aber das wird dann ausgegeben als Totalreform und die Spitzen können komplett neu politisch besetzt werden. Da geht es nur um Parteibücher. Und da geht es auch um was anderes. Von den 18 Milliarden Sozialversicherung, 18,5 Milliarden Sozialversicherungsbeiträge, zahlen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 14,5 Milliarden. Deshalb sitzen in den Vertretungen mehr Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als der Unternehmer, die viel, viel weniger einzahlen. Und jetzt geht Blau-Schwarz her und sagt, nein, die unselbstständig Beschäftigten sollen weiter den Löwenanteil einzahlen, aber die Vertreter der großen Unternehmen sollen die Hälfte der Stimmen und die Hälfte des Einflusses haben. Und plötzlich zahlen die immer weniger. Und plötzlich soll die Großindustrie für die Unfallversicherung eine halbe Milliarde weniger zahlen. Und plötzlich dort und plötzlich dort. Und die einfachen Leute, die keine Möglichkeit haben, das Geld in irgendwelche Kanäle zu leiten, die zahlen immer mehr, weil irgendwer muss ja zahlen. Und die Großen zahlen immer weniger. Und deshalb setzt man nicht nur Parteibücher hin, freiheitliche Parteibücher mit zum Teil schrecklichen persönlichen Qualifikationen, schwarze Parteibücher, sondern auch immer mehr Vertreter aus großen Unternehmen. Und die schauen auf sich und die wissen, wie es geht. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Verteilung. Weil wenn es einen Staat gibt, dann muss er auch finanziert werden. Die Frage ist nicht, ob er finanziert wird, sondern wer zahlt. Und wenn die Großen nicht zahlen, dann zahlen immer die Kleinen die Rechnung. Und das Hauptprogramm dieser Regierung ist, die Großen werden geschont, weil das sind auch die großen Parteispender, dürfen wir nie vergessen. Die zahlen ja auch für die Wahlkämpfe. Na, da müssen die Kleinen zahlen. Und die zahlen die Rechnung und die trifft jetzt war ich gerade in Turnau, in der Obersteiermark, kommt einer zu mir und sagt, um Gottes Willen, ich habe den Strache gewählt. Und jetzt 12-Stunden-Tag und jetzt, der hat ganz genau gewusst, was passiert ist. Und das höre ich jetzt jeden Tag. Und jetzt wächst die Enttäuschung. Und es spricht vieles dafür, dass, und das ist eine Chance, dass sich die Menschen jetzt wieder von der FPÖ abzuwenden beginnen. Und das ist jetzt der Punkt, wo es um uns geht. Das war auch mein Streit immer mit der grünen Parteiführung. Es ist notwendig, dass wir diesen Menschen eine Alternative bieten, ihre Ängste ernst nehmen, weil die haben viele berechtigte Ängste, auch von einer falschen Ausländerpolitik und Fremdenpolitik, aber nicht nur, das ist nicht das Hauptproblem. Sie haben hauptsächlich im Gerechtigkeitsbereich, im Bildungsbereich, Pensionsbereich, da große Ängste und da geht es um eine Alternative. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Ich sage Ihnen eins, wenn eine Regierung sagt, in 2 Monaten durch gesetzliche Maßnahmen gibt es keine Armut bei alleinerziehenden Frauen und ihren Kindern mehr. Das ist eine Geschichte, die kostet ca. 150 Millionen Euro. Dann ist es in 2 Monaten vorbei und wir retten auf diese Art 50.000 Frauen und 70.000 Kinder mit einer politischen Entscheidung aus der Armutsfalle. Das kann eine Regierung tun. Diese Regierung will das nicht, also müssen wir schauen, dass wir was verändern. So, der Peter Pilz läuft schon langsam zur Hochform auf. Also die Hochspannungshalle leitet anscheinend den einen oder anderen Blitz auch auf Sie ab. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Dann sprechen wir über den auch sehr turbulenten Herbst, den Sie hatten mit Ihrem Rücktritt. Das Comeback, das auch, muss man sagen, relativ turbulent verlaufen ist. Ganz kurze Pause und dann sind wir zurück. Und dann stellen vor allem natürlich Sie die Fragen, und zwar die Bürgerinnen und Bürger. Wir sind gleich wieder da.
Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Niki Fellner trifft die mächtigsten Parteichefs des Landes. Und Sie sind mit dabei. Wutbürger, Politfans, Kritiker und alle, die schon immer mal mitreden wollten. Heute zu Gast Peter Pilz. Im Nikola-Tesla-Labor der Hochspannungshalle der TU Graz finden normalerweise hochwissenschaftliche Experimente statt. Prüfspannungen von bis zu 1 Million Volt sind hier möglich. Doch heute steht die Halle noch mehr unter Strom. Peter Pilz stellt sich den knallharten Fragen von OE24-Chefredakteur Niki Fellner und einer spannungsgeladenen Diskussion mit dem Publikum. Jetzt Peter Pilz und Niki Fellner bei Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen zurück beim Bürgerforum auf OE24TV. Heute bei uns zu Gast im Sommergespräch ist Peter Pilz, Gründer der Liste Pilz. Und wir befinden uns hier im Nikola-Tesla-Labor der TU Graz. Wie gesagt, ich habe es schon vorher gesagt, hier werden normalerweise Blitze erzeugt. Der Peter Pilz hat schon den einen oder anderen Blitz in Richtung Regierung geschossen in diesem ersten Teil. Herr Pilz, es war ja ein turbulenter Herbst, der eigentlich damit begonnen hat, dass Sie Ihre Ex-Partei, die Grünen, gekillt haben. Jetzt sprechen derzeit aufgrund der Hitzewelle alle über den Klimawandel und viele sagen auch, es fehlt eine grüne Kraft im Parlament, die genau bei diesem Thema, nämlich Klimapolitik, ein bisschen den Turbo macht. Tut es Ihnen im Nachhinein nicht leid, dass Sie die Grünen von der politischen, von der bundespolitischen Erdkarte zumindest ausgelöscht haben? Naja, das war schon die grüne Parteiführung selbst. Die grüne Parteiführung hat sich nicht nur vom Thema Klimaschutz über viele Jahre entfernt, sondern sie hat die Sorgen und Ängste der Menschen nicht mehr ernst genommen, hat sich isoliert und abgekapselt. Ich habe gemeinsam mit ein paar anderen versucht, das aufzubrechen und für eine Politik der Vernunft geworben. Das war nicht möglich. Ich habe dann einiges erlebt, schwamm drüber. Die Grünen haben sich selbst aus dem Rennen genommen. Aber Sie haben ja vollkommen recht, das hat Folgen. Das hat Folgen, dass jetzt wer anderer die Rolle der Grünen in der Klimapolitik übernehmen muss. Weil wenn es in der Politik, in den politischen Themen, eine Lebens- und Überlebensfrage gibt, dann ist es die Klimapolitik. Und manchmal muss im Sommer besonders heiß werden, dass die Leute daran erinnert werden, was sich aus diesem Planeten und auch mitten in Österreich, braucht man nur die Gletscher anschauen, tut. So, Wolfgang Zingel von unserer Liste hat heute früh genau das gefordert, was jetzt das Wichtigste ist. Nämlich eine Initiative der österreichischen Bundesregierung für einen europaweiten Klimagipfel und sofortige Entscheidungen, weil wir ja genau wissen, was zu tun ist. Wir wissen es ja alles. Wir wissen ja, wie die ökosoziale Steuerreform ausschaut. Wir wissen ja, wie man Schadstoff und hohen Energieverbrauch wirkungsvoll besteuert und das Geld verwendet, um Lohnnebenkosten oder in dem Fall die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung zu senken und damit Arbeit günstiger zu machen und Beschäftigung zu schaffen. Wir kennen diese ganzen Modelle. Wir wissen, dass wir die deutsche Industrie zwingen können, bei den Dieselemissionen auf die Lkw-Emissionen bei den PKWs runterzukommen. Wir wissen, dass wir die Förderungen zum Beispiel für Ölheizungen und für andere umweltunverträgliche Heizungssysteme einfach streichen können. Das ist eine Unterschrift und weg ist das Ganze. Die Republik Österreich wäre handlungsfähig, die Europäische Union wäre handlungsfähig. Nur der Regierung ist es leider vollkommen wurscht. Und wir müssen jetzt versuchen, die Grünen zu ersetzen. Wir haben das deshalb jetzt und wir haben das intensiv in den letzten Wochen diskutiert. Mit 7 Leuten im Parlament kann man nicht alles machen. Das ist wie vor über 30 Jahren. Wir waren damals als Grüne auch ein Club von 7 Abgeordneten, weil wir auch einen damals verloren haben. Aber wir müssen es probieren, weil es eine Lebensfrage ist. Also haben wir gesagt, okay, ab jetzt ist Klimapolitik einer unserer absoluten Schwerpunkte, weil es keine Alternative dazu gibt. Und ich werde mich persönlich darum kümmern. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Schauen wir vielleicht einmal ins Publikum. Da gibt es eine Frage. Wie gehen wir das an, wenn wir
die Opposition momentan nicht so geschlossen ist, eben zum Thema Klimaschutz wie zum Thema Alternative gegen Schwarz-Blau. Was können Sie machen? Wie können wir das angehen? Ist das Thema Wagenknecht zum Beispiel in Deutschland die, eine Art Wiedervereinigung unter Anführungsstrich der Linken, dass man da mehr Druck machen kann? Wie schaut das aus? Wie sind da die Gedanken von dir? Na, es sind drei unterschiedliche Oppositionsparteien im Parlament. Das ist auch gut so, dass die Sozialdemokraten, ich muss ich nicht schildern, wir mit unseren ganzen Gründungsschwierigkeiten, die mich sehr an die grüne Gründungsgeschichte erinnern, nur bei den Grünen war es ein bisschen wöder und ist noch wesentlich mehr gestritten worden. Und ich hoffe, wir haben das jetzt hinter uns, mir hat es wirklich schon gereicht, weil jetzt wird gearbeitet und Schluss damit. Und wir haben die NEOS, die in vielen Bereichen meiner Meinung nach eine sehr vernünftige und auch anständige Politik machen, was Bürger- und Bürgerinnenrechte, was Freiheitsrechte, Überwachungsstaat, auch Kontrolle im Parlament betrifft, aber in den großen Gerechtigkeitsfragen eigentlich sowas wie eine Verfassungsreserve der Regierung sind. Das ist eine Partei, die Konzerninteressen vertritt, Hausherreninteressen vertritt. Mit denen können wir in diesen Schlüsselbereichen sicher nichts machen. Selbstverständlich mit der SPÖ. Wir werden trotzdem unverwechselbar bleiben, weil wir eine eigene Aufgabe haben. Das ist in erster Linie die parlamentarische Kontrolle. Da sind wir die Profis. Das haben wir gelernt. Das machen wir auch. Aber nicht gegen die anderen Oppositionsparteien, sondern gemeinsam mit SPÖ, NEOS. Und ich freue mich über jeden schwarzen und blauen Abgeordneten, der da auf Regierungsdisziplin pfeift und zeigt, dass er oder sie gute Abgeordnete sind. Na, da gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die gern wie ordentliche Abgeordnete arbeiten wollen. Und das schätze ich auch sehr. So, die Regierung hat immer am Anfang einen Startvorteil. Sie ist neu, die Leute erwarten was, sie haben noch nicht viel falsch gemacht. Das erste Frühjahr gehört der Regierung. Natürlich haben wir eine turbulente Zeit hinter uns. Und natürlich war die Zeit auch für mich nicht einfach. Und ich habe auch Vorwürfe, die gegen mich erhoben worden sind, enorm ernst genommen, weil die Maßstäbe, die ich an andere anlege, muss ich völligst auch an mich selbst anlegen. Und ich habe gesagt, bitte, das sind ganz schwerwiegende Vorwürfe, ich weise sie zurück, aber ich will, dass sie offiziell geklärt werden. Und das soll eine Staatsanwaltschaft klären. Und die haben das gemacht und die haben das sauber gemacht und das war für mich persönlich enorm wichtig. So, und dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, so, aber jetzt bitte Ärmel aufkrempeln. Und das haben nicht alle gleich verstanden. Deswegen hatten wir noch ein paar Fragen zu klären. Die haben wir jetzt geklärt. Und man sieht es bei allen Oppositionsparteien, auch bei der SPÖ. Ich bin froh über jede Oppositionspartei, die rechtzeitig startklar ist. Wir sind jetzt startklar. Ich hoffe, dass die SPÖ auch startklar und genauso handlungsfähig wird wie wir. Das war jetzt der Frühling der Regierung und ich garantiere, das wird der Herbst der Opposition. Nicht nur Eurofighter, nicht nur BVD, sondern vor allem die großen Fragen der Gerechtigkeit. Sie haben jetzt gerade diese Vorwürfe gegen Sie angesprochen und haben vorher auch gesagt, dass Sie sozusagen die Rolle der Grünen im Parlament jetzt übernehmen wollen. Jetzt mit etwas, sage ich einmal, Zeit retrospektiv betrachtet, woher kamen denn diese Vorwürfe, die ja teilweise jahrelang zurückliegen? Haben Sie einen Verdacht? Wurde das von der Grünen Partei als Racheaktion gegen Sie rausgespielt? Wer steckt da dahinter? Ich habe mich schon zum Teil sehr gewundert. Aber ich habe trotzdem versucht, das alles ernst zu nehmen, obwohl das, was aus der Grünen, es waren ja fast nur Grüne. Sie müssen sich einmal vorstellen, die Grüne Partei ist und die Grüne Partei konnte immer stolz drauf sein. Es war nämlich wirklich wichtig, eine Partei, die sehr stark von Frauen geprägt und auch geführt worden ist. Das war keine Partei, wo man ein bisschen sexuell belästigt hat und dann haben halt alle gesagt, ach so, ja, der ist halt wieder ein bisschen komisch drauf und passt schon. Wenn sich ein Mann bei den Grünen irgendwas geleistet hat und irgendeine Grenze überschritten hat, na, der hat was erleben können. Was ganz anderes als in jeder anderen Partei, das war vollkommen klar. Und deswegen hat es mich schon etwas verwundert, dass dann plötzlich nicht gewählte Nationalratskandidatinnen und grüne Funktionärinnen, die mich ein paar Monate vorher aufgefordert haben, einen Vorzugsstimmenwahlkampf für die Grünen zu führen, da plötzlich diese Vorwürfe erhoben haben.
Ich war trotzdem froh, dass die Staatsanwältin das ernst genommen hat, überprüft hat und festgestellt hat, da ist nichts dran, weil die Staatsanwältin da, wir haben keine Alternative zum Rechtsstaat. Nur der Rechtsstaat kann schwerwiegende Vorwürfe von Korruption bis zu derartigen Vorwürfen eindeutig klären. Ich akzeptiere keine Medienjustiz, ich akzeptiere keine Parteijustiz. Ich akzeptiere ausschließlich den österreichischen Rechtsstaat. Und der hat gesprochen. Und der hat ganz klar gesagt, okay, wir haben das überprüft, da ist nichts dran. Dieser Akt ist geschlossen. Wenn das politische Gegner, und wenn das einige bei den Grünen, weil das sind nicht alle Grünen, anders sehen und sagen, ach, vielleicht können wir da politisch noch ein bisschen profitieren. Ich habe nicht vor, mich weiter damit zu beschäftigen, weil wir gewählt worden sind, um die Aufträge von mehr als 200.000 Menschen zu erfüllen. Und diese Aufträge heißen, die beste Kontrolle, die es in der Republik gibt, unabdingbarer Einsatz für Gerechtigkeit und faire Verteilung und Sicherheit vor den Gefährdungen dieser Republik und der Schutz unserer freien und offenen Gesellschaft. Dafür sind wir gewählt worden. Und ich bin ausschließlich meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet. Jetzt haben Sie damals sehr emotional in einer Pressekonferenz Ihren Rücktritt verkündet. Haben Sie damals schon im Hinterkopf gehabt, dass Sie wieder zurückkommen werden? Weil das wird Ihnen ja von vielen, wird Ihnen ja von vielen vorgeworfen, die gesagt haben, sozusagen, eigentlich war das alles ein Plan. Herr Fehler, nein. So schlau bin ich nicht. Nein, Herr Fehler, erinnern Sie sich, was ich damals wirklich gesagt habe? Im November, ich kann mich sehr genau erinnern. Dass Sie Mandat ich habe gesagt, bis zur Klärung dieser sehr schwerwiegenden Vorwürfe nehme ich mein steirisches Grundmandat nicht an. Wenn diese Vorwürfe geklärt sind, und ich möchte, dass sie so schnell wie möglich geklärt sind, und wenn diese Klärung positiv für mich ausgeht, dann nehme ich es selbstverständlich auf der Stelle an, weil ich den Menschen verpflichtet bin. Und ich habe auf Punkt und Beistrich dieses Versprechen gehalten. Wir haben wieder eine Frage aus dem Publikum. Ich bin unabhängiger Gewerkschafter und Betriebsrat an der Universität Graz. Zu der positiven Abgrenzung oder zur Perspektive von den Grünen weg hatte, glaube ich, auch der Anspruch gehört, eine sozialpolitische Perspektive zu entwickeln und ein stärkeres Profil sozialpolitisch zu entwickeln. Ich spare jetzt mir die konkrete Frage, wenn keine Zeit dafür ist, aber die allgemeine Frage, gibt es die Möglichkeit, sich da einzubringen bei der Liste Bilds, weil das war ja auch ein Teil des Anspruchs in Abgrenzung von den Grünen. Und was ist jetzt eigentlich aus diesem Bürgerforum geworden, das da geplant war? Auf das warte ich jetzt seit der Wahl. Die Kollegin Biesmann, die das propagiert hat, ist ja jetzt nicht mehr bei euch. Scheint mir überhaupt ein Problem zu sein, wenn die Personen Programme sind und dann sind die Personen auf einmal weg. Aber positive Frage, sozialpolitische Perspektive, oppositionelle Perspektive, sozialpolitische in Bezug ganz konkret, wenn ich das noch fragen darf, auch auf Arbeitslose. Ja. Erstens, Sozialpolitik und Gerechtigkeitspolitik ist was sehr Konkretes. Man kann endlos von Gerechtigkeit reden und es verändert sich gar nichts, oder man kann das erste Problem anpacken und versuchen zu lösen. Ich sage, wo wir schon angefangen haben und wo ich heuer noch erfolgreich sein möchte, gemeinsam mit Maria Stern, die ich vorschlagen werde, dass sie meine Nachfolge in unserer Partei übernimmt. Das ist die Lösung des Armutsproblems von alleinerziehenden Frauen und ihren Kindern. Erinnern Sie sich damals, wie wir diese Puls-4-Debatte aller Spitzenkandidaten und Kandidatinnen hatten? Da habe ich gesagt, das ist doch auf der Stelle lösbar. Und die Corinna Milborn hat dort gesagt, na jeder, der dafür ist, soll ein Tafel hochhalten, wo Ja draufsteht. Und da ist plötzlich ein Strache-Ja gewesen und ein Strolz-Ja und ein Kurz-Ja und ein Kern-Ja. Und ich habe natürlich auch das Ja-Tafel hochgehalten. So, ein Jahr später werden wir nicht nur im Parlament die Initiative starten, dieses Allparteienversprechen einzulösen. Und das ist einlösbar, das ist eine ganz einfache Geschichte, die für unzählige Menschen eine völlige Änderung ihres Lebens bedeutet. Arbeitslosigkeit, ich bin Ökonom.
Es gibt große Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Das sind immer die großen Verteilungsmaßnahmen von Arbeit. Wenn es auf der einen Seite Österreich der Überstunden-Spitzenreiter der Europäischen Union ist und andererseits gerade deswegen, weil einige Leute bis zum Burnout arbeiten und andere nicht arbeiten, dann stimmt was nicht. Also muss generell die Arbeitszeit anders verteilt werden. Das kann man über die Überstundenbesteuerung machen, das macht man aber am sinnvollsten über die Wochenarbeitszeit. Wir hatten die letzte Arbeitszeitverkürzung in den 70er Jahren. Inzwischen ist die Produktivität der Wirtschaft rasant gestiegen. Also müssen wir überlegen, nicht wie wir die Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden verlängern. Ich halte es auch für wirtschaftspolitisch für eine Verrücktheit. Na, ein paar Unternehmer profitieren davon, aber für die Volkswirtschaft ist das eine ganz falsche Entscheidung. Sondern wir müssen uns überlegen, wie wir eine leistbare Verringerung der Wochenarbeitszeit ansteuern. Es gibt keine Alternative dazu. Das sagt jeder vernünftige Ökonom. Und dann gibt es konkrete Maßnahmen. Bei den Langzeitarbeitslosen, bei tausenden Langzeitarbeitslosen hat eine Aktion der letzten Regierung gegriffen, durch die ein paar tausend, und das ist auch eine nennenswerte Zahl, aus der Langzeitarbeitslosigkeit in gemeinnützige Arbeit gebracht werden konnten. Die Regierung hat das zugesperrt. Und um solche Sachen geht es auch. Und das Dritte ist die Rettung des AMS, des Arbeitsmarktservice, vor den Angriffen der Regierung. Das ist eine ganz bedrohliche Entwicklung, die da Platz greift. Und das geht bis zu den Lehrlingen, wo die überbetriebliche Lehrlingsausbildung, das sind wieder ein paar tausend Leute, angegriffen wird und gefährdet wird. Und wenn man das zusammenhaut, wird wieder vieles davon Arbeitslosigkeit heißen. Arbeitslosigkeit muss intelligent bekämpft werden, durch eine Kombination von großen und vielen, vielen kleinen Maßnahmen. Und natürlich muss man es auch jungen Unternehmen erleichtern, Leute zu beschäftigen. Man muss ein Großteil der Beschäftigungsreserven liegt in Startups, liegt in kleinen bis zu mittleren Unternehmen. Die werden unglaublich wenig unterstützt. Von der Steuerpolitik, vom Umgang des Finanzamtes, vom Umgang der Sozialversicherung und, und. Das gehört alles zusammen. Und das Erstaunliche ist, dass da nichts kommt. Das Einzige, was kommt, ist, halbieren wir die Gewinnsteuern für große Unternehmen. Oder setzen wir das Kumulationsprinzip bei Sozialbetrug außer Kraft? Das muss man sich mal vorstellen, sowas, das will die Regierung wirklich. Dass große Konzerne, die auf jeder Baustelle ein Gesetz verletzen, nicht nach dem Kumulationsprinzip für jede dieser Gesetzesverletzungen eine Strafe zahlen, sondern eine Bagatellstrafe für alle Gesetzesverletzungen zahlen. Das ist genauso, wie wenn Sie von Wien nach Graz fahren, mit 200 durch 20 Radarfallen brausen und sagen, ja, ich zahle nur einmal. So schaut das aus. Herr Pilz, wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum bei Sabrina Blagojevic. Hallo, Kai Siekings, Filmemacher. Ich wollte nur ganz kurz nochmal nachhaken, also für mich einfach eine Verständnisfrage, zu dem Thema von vorher, den Anschuldigungen, die gegen Sie im Raum standen oder stehen, wie auch immer. Mein Kenntnisstand oder mein Informationsstand war der, da können Sie mich gerne korrigieren, falls der nicht aktuell ist oder inkorrekt, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil auch Zeugenaussagen dann nicht mehr zustande kamen oder zurückgezogen wurden. Also reicht das Ihnen persönlich schon als Beweis der Unschuld oder kommt da noch was von Ihrer Seite aktiv? Wissen Sie, gut, dass Sie das ansprechen. Ein Prinzip des Rechtsstaates lautet, nicht du hast deine Unschuld zu beweisen. Weil dann könnte jeder irgendwen beschuldigen und es ist nicht klar, was da los ist. Und die Leute so einzeln fertig machen. Das ist ja, ich habe ja das selbst erlebt, was das heißt, wenn Leute kommen, jetzt beweist deine Unschuld. Nein, im Rechtsstaat wird die Schuld bewiesen. Und für das haben wir auch eine unabhängige Justiz. Die Staatsanwältin hat ermittelt. Und hat bis auf einen Verfahrensteil bei allen gesagt, da sind keine Beweise, da ist nichts. Schluss aus, weg. In diesem Punkt hat sie zwei Feststellungen getroffen. Erstens hat die Frau, und ich nehme sowas sehr ernst, in ihrer Zeugenaussage unter Wahrheitspflicht gesagt,
beim Vorwurf der sexuellen Belästigung, sie kann nicht sagen, ob das irgendwas mit sexuell zu tun hatte, sie selbst. Das war sehr wichtig, dass sie das gesagt hat. Weil wenn nicht einmal sie selbst sich sicher ist, ob das irgendwas in der Art war, was soll dann eine Staatsanwältin tun? Die kann dann nur sagen, na, so geht's nicht. Und der zweite Punkt war der Punkt der Verjährung. Und es war für mich schon eigenartig, dass ich dann erklären musste, warum das verjährt ist. Entschuldigung, nicht ich habe das verjähren lassen, sondern die Leute, und das war eine Mitarbeiterin der Volkspartei, ist aber nicht entscheidend, das war im Nationalratswahlkampf 2013, die hätten das jederzeit zur Justiz bringen können. Das ist nicht meine Verantwortung, die Verjährung zu unterbrechen, sondern das ist eine Frage an die Leute, warum lässt sie das verjähren. Trotzdem war es wichtig, dass dieses Verfahren ordentlich geführt worden ist, auch aus einem anderen Grund, und das war mir persönlich wichtig. Auch wenn ich der Falsche war und der falsche Adressat und der falsche Beschuldigte, und davon bin ich überzeugt, ist es trotzdem wichtig, dass nicht nur Frauen in Österreich wissen, dass man in solchen Fällen zu Gericht gehen kann und dass es saubere rechtsstaatliche Verfahren gibt. Weil es gibt da ganz andere Fälle in Österreich. Es gibt auch Fälle, wo es dringend notwendig wäre, dass die Strafjustiz eingreift. Und das nicht nur in politischen Parteien. Und ich glaube nach wie vor, dass es noch zu wenig Ermutigung für Opfer gibt, sich hier an die Staatsanwaltschaft und an andere Einrichtungen zu wenden. Da ist noch zu wenig passiert. Jetzt habe ich das Pech gehabt, am Höhepunkt der MeToo-Bewegung mit diesen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Ich kann mir es nicht aussuchen, das war so. Aber andererseits hat MeToo gerade viele junge Frauen, gerade in Unternehmen in abhängigen Verhältnissen, mit manchmal sehr problematischen Chefs ermutigt, sich nichts mehr gefallen zu lassen. Und das muss ein Grundprinzip der Politik sein, dass Menschen, die in ihren Rechten angegriffen werden, sich nichts gefallen lassen. Und deswegen, das war für mich ein wichtiges persönliches Motiv, mich diesem Verfahren so auszusetzen und zu sagen, bis das nicht geklärt ist, will ich mein Mandat nicht annehmen, obwohl das für mich nicht einfach war, weil ich habe zuschauen müssen als einer, der gerne im Parlament arbeitet und weiß, wie man der Regierung gegenübertreten kann, dass ich das jetzt nicht so machen kann, wie ich will. Deswegen war ich sehr froh, wie Innsbruck, wie die Staatsanwaltschaft das in meinem Sinne entschieden hat, meine Rechte wiederhergestellt hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, jetzt den Auftrag der Wählerinnen und Wähler umzusetzen. Sie haben gerade selber gesagt, das war am Höhepunkt der MeToo-Debatte, als diese Vorwürfe aufgekommen sind. Haben Sie die Reaktion der Frauen auch bei Ihrem Comeback dann teilweise unterschätzt, dass das solche Wellen schlägt? Nein, sondern ich habe gerade von Frauen unglaublich viel Unterstützung bekommen. Das war ja das Tolle. Nicht nur den weiblichen Abgeordneten meiner Liste, wo ich sehr froh war, dass die mir nicht nur geglaubt haben, sondern mich wirklich auch unterstützt haben. Und die sind nicht bereit, in solchen Fragen irgendwelche schäbigen Kompromisse zu machen. Und auf der Straße jeden Tag bin ich gerade von Frauen angesprochen worden, die gesagt haben, erstens, sie glauben es nicht und zweitens, wir brauchen sie im Parlament. Kommen sie endlich zurück. Und viele von denen haben gesagt, ja, es ist gut, das Verfahren abzuwarten, aber dann zurück, weil wir haben sie gewählt. Und das vergesse ich nicht, dass ich auch von sehr vielen Frauen gewählt worden bin und genau denselben Auftrag von Ihnen habe. Und wenn Sie 30 Jahre bei den Grünen waren, und ich habe die Grünen mitgegründet im Jahr 1986, das ist ein bisschen lang her, da war die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einer unserer zentralen Programmpunkte. Da ist uns einiges gelungen. Und es ist kein Zufall, dass die Frage der Rettung von Frauen mit ihren Kindern aus der Armutsfalle jetzt so im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. Weil auch wenn Frauen über MeToo und so stärker unterstützt werden in der Verteidigung ihrer Integrität gegen Angriffe, haben wir eine zweite große Aufgabe vor uns, nämlich die soziale Gleichberechtigung der Frauen. Da schaut es ja aus, das ist ja unfassbar. Das heißt, Peter Pilz ist jetzt der Kämpfer für die Frauenrechte? Nein, die Maria Stern ist die Kämpferin für die Frauenrechte und ich unterstütze sie dabei.
So schaut's aus. Wir haben noch eine Abschlussfrage aus dem Publikum in dieser Runde. Die Frauen haben dich ja wesentlich mehr unterstützt, auch im Club. Und die Frage ist, es wäre vielleicht die Richtung, sage ich, in Richtung Frauen, die bessere Wahl gewesen, als wie in die Richtung der Herren, die ja momentan ja alle Funktionen im Club überhaben und im Prinzip der Steuern, als wie sich auf die Seite der Frauen zu schlagen. Und die Ziele vielleicht, die wir haben, vielleicht wären die leichter zum Durchsetzen gewesen. Nein, wir machen das schon alles gemeinsam. So ältere Herren wie ich und die jungen Frauen im Club und so, das passt schon. Ja, ich habe sehr viel Unterstützung von den Frauen, nicht nur im Club, sondern auch auf unserer Liste und in den Bundesländern gekriegt. Und das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Weil da kriegst du dann das Gefühl, dass dir vertraut wird und dass in so einer schwierigen Zeit die wichtigsten Leute an deiner Seite stehen. Das war für mich enorm wichtig. Das andere ist, die Zukunft gehört bei uns auf unserer Liste speziell den Frauen und natürlich den Jüngeren. Das ist ja vollkommen klar. Ich bin nächstes Jahr 65. Ich schaue zwar aus wie 64,5, aber ich bin wirklich bald 65. Das ist so. Und ich werde garantiert nicht jünger. Und es kommt mit Sicherheit der Tag, wo ich sage, hey, da sind so viele tolle Leute auf dieser Liste, die jetzt junge Abgeordnete sind, die das einfach übernehmen können. Und wir machen jetzt zu dritt die Untersuchungsausschüsse. Verfassungsschutz machen die Alma Sadic und ich und Eurofighter machen die Daniela Holzinger und ich. Am Ende dieser Untersuchungsausschüsse werden alle Leute in Österreich diese beiden Abgeordneten als tolle, hochprofessionelle Kontrolleurinnen kennen. Dann ist das Thema, das ist mir persönlich ganz wichtig, Kontrolle breiter und noch stärker besetzt. Und zwei Frauen werden da einen großen Teil der Verantwortung bereits übernommen haben. Und so entwickelt man ein Projekt. Ich bin ja selber froh, wenn ich nicht alles machen muss. Und deswegen war es für mich wichtig, das war dieser Satz, die Personen sind Programme, das haben wir ja gesagt, weil nur mit sehr starken und selbstständigen Persönlichkeiten wie einer Alma Sadic, wie einer Tanne Holzinger, wie einer Steffi Cox, aber auch wie ein Alfred Noll, mit denen kannst du das machen. Ich muss ersetzbar sein in der Perspektive, damit ein großes gemeinsames Projekt funktionieren kann. Und das Schönste ist, wenn ich in der Früh dann aufstehe und sage, na, heute gehe ich schon mal suchen. Ob der Peter Pilz wirklich Schwammerl suchen kann oder ob er nicht der Polit-Junkie ist und warum er auch dieses Comeback gemacht hat und warum es vielleicht auch die Partei dadurch ein bisschen in Turbulenzen gestürzt hat und wie er die überwinden will, dazu sprechen wir gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich zurück. Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Niki Fellner trifft die mächtigsten Parteichefs des Landes und Sie sind mit dabei. Wutbürger, Politfans, Kritiker und alle, die schon immer mal mitreden wollten. Heute zu Gast Peter Pilz. Im Nikola-Tesla-Labor der Hochspannungshalle der TU Graz finden normalerweise hochwissenschaftliche Experimente statt. Prüfspannungen von bis zu 1 Million Volt sind hier möglich. Doch heute steht die Halle noch mehr unter Strom. Peter Pilz stellt sich den knallharten Fragen von OE24-Chefredakteur Niki Fellner und einer spannungsgeladenen Diskussion mit dem Publikum. Jetzt Peter Pilz und Niki Fellner bei Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen zurück beim Bürgerforum auf OE24TV. Heute beim Sommergespräch bei uns zu Gast ist Peter Pilz. Zwei Teile haben wir schon hinter uns, jetzt sind wir im spannenden dritten Teil und da geht es um das Comeback des Peter Pilz nach seinem Rücktritt, der, muss man ja sagen, die Partei in heftige Turbulenzen gebracht hat. Warum war es so schwierig, jemanden dazu zu bringen, auf sein Mandat zu verzichten? Und zweite Frage, es hat ein bisschen den Anschein gemacht, da klebt irgendwie jeder am Sessel, keiner will auf, sag ich mal, das doch recht ansehnliche Parlamentsgehalt verzichten, die zwei Clubobleute leisten sich überhaupt ein Clubobmann-Gehalt, hat keinen schlanken Fuß gemacht, das ganze Comeback, oder Herr Pilz? Naja, ich hab mir das schon leichter vorgestellt und habe mir gedacht, wir werden da kurz miteinander reden, dann die personellen Fragen schnell klären.
Das ist leider nicht gelungen. Und das war, das sind persönliche Entscheidungen, die alle in großer Verantwortung selbst treffen müssen. Und ich habe das intern sehr schnell klar gemacht, dass mein persönliches Mandat das steirische Grundmandat ist. Da haben mich die Steirerinnen und Steirer ganz persönlich gewählt. Und ich wollte dieses Mandat, und dem ich im Herbst gesagt habe, dass ich es vorläufig nicht annehme, nach dieser Klärung der Staatsanwaltschaft annehmen. Das ist ein selbstverständlicher Akt gegenüber den Wählerinnen und Wählern, weil da bin ich gewählt worden. Und da hat die betreffende Abgeordnete gesagt, nein, sie will das nicht, das ist jetzt ihr Mandat. Das ist auch verfassungsmäßig ihr Recht. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Und dann ist es zu Streitereien gekommen, die ich für dumm, unsinnig und entbehrlich halte. Und Sie haben gesehen, obwohl da einige Äußerungen gefallen sind, die auch mich betroffen haben, ich habe mich nicht daran beteiligt. Ich beteilige mich an sowas nicht. Dafür sind wir nicht gewählt worden. Und es hat einen bestimmten Punkt gegeben, da ich mir gedacht, mir platzt langsam der Kragen. Und es war leider notwendig, zwei klare personelle Entscheidungen zu treffen. Ich tue das nicht gern. Ich bin keiner, der immer gleich sagt, Ausschluss, Ausschluss, Ausschluss. Aber in dem Fall, nach vielen Gesprächen, auch mit den vielen Leuten, die in der Steiermark unsere Liste so erfolgreich gemacht haben, hat es Versammlungen gegeben, Gespräche, alles Mögliche, war es klar, jetzt müssen Entscheidungen fallen. Und ich sage Ihnen eines, seitdem arbeiten wir in Ruhe und es ist was ganz Überraschendes passiert, es gibt keine Leaks mehr. Es sind nicht jeden Tag interne Nachrichten in der Presse. Es ist gar nichts mehr. Sie machen die zwei Mitarbeiter und die Abgeordnete Martha Bismann und Sebastian Born-Mehner für diese Leaks verantwortlich. Herr Fellner, ich stell nur ein Faktum fest. Ich bin kein Detektiv, ich schaue mir das gar nicht mehr an. Ich stelle nur fest, es gibt keine Leaks mehr und ich bin sehr, sehr froh drüber. Die Martha Bismann hat ja unter anderem auch von Mobbing gesprochen, das dagegen sie passiert ist, auch von ihrer Person betrieben wurde. Ja, sie hat sich zuerst öffentlich bedankt, auch in der Presse, für die Art und Weise, wie ich mit ihr umgegangen bin. Und ich habe sie immer unterstützt, sehr ernst genommen. Das sind unsinnige Vorwürfe. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich auf unsinnige Vorwürfe nicht länger eingehe. Wir haben das abgeschlossen, wir haben Entscheidungen getroffen. Der eine hat sich an ein Gericht gewendet, da ist ein Verfahren anhängig, das ich nicht kommentieren möchte, weil hier der Rechtsstaat am Zug ist. Der hat das Recht, seine Ansprüche geltend zu machen. Bei der Frau Bismann ist mir Ähnliches nicht bekannt. Die Sache ist erledigt. Ich wünsche beiden, die beide trotzdem für talentierte und engagierte Menschen heute, wir sind heute nicht zusammengekommen und es hat nicht gemeinsam funktioniert. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Weg, aber unsere Wege haben sich getrennt. Aber es war notwendig, die Martha Bismann wirklich aus dem Club auszuschließen. Hätte man das nicht anders lösen können? Seien Sie froh, dass nicht an meiner Stelle waren. Das sind keine einfachen Entscheidungen. Wir mussten diese Entscheidung treffen, weil Martha Bismann, ich möchte nur so viel dazu sagen, in einer Clubsitzung für die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses dieses Mitarbeiters gestimmt hat, mich dann noch aufgefordert hat, ihn zu klagen. Sie sprechen von Sebastian Born-Mehner in dem Fall. Ich gehe da nicht mehr auf Namen ein. Und dann plötzlich alles aus dieser vertraulichen Sitzung an die Gegenseite übermittelt worden ist. Und wenn wir uns bereits am Beginn einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung befinden und trotz Vereinbarung der Vertraulichkeit ein Mitglied des Clubs alles an die Gegenseite weitergibt, dann ist das ein derartig eklatanter Vertrauensbruch, dass man ihn leider nicht mehr diskutieren kann. Dann geht es nicht mehr gemeinsam. Wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum. Ich möchte anschließen an den Mitarbeiter, von dem gesprochen worden ist. Er hat ja in der Öffentlichkeit gesagt, es gibt in der Partei keine Transparenz. Wurde das nachgeholt? Also hat er Einsicht bekommen? Haben die anderen Mitarbeiter und Abgeordnete Einsicht bekommen? Und es gibt ja auch eine, was in den letzten Tagen und Wochen gesagt worden ist, es wurde über Parteienförderung geredet. Was passiert mit dem Geld, das Ihre Partei bekommt und vor allem auch die Akademieförderung, weil keine Akademie zu sehen ist bei Ihnen? Was passiert auch in den Bundesländern? Gut, dass man das
sehr offen und präzise miteinander reden können. Erster Punkt: Transparenz. Wir veröffentlichen halbjährliche Rechenschaftsberichte. Das geht auch über offizielle Wirtschaftsprüfer. Die sind auf unserer Homepage einsehbar, die sind überall einsehbar, die werden veröffentlicht, selbstverständlich. Natürlich kriegen das auch die Leute im Club, in der Partei. Zweitens, wofür verwenden wir das Geld? Jetzt immer stärker für den Aufbau von Landesorganisationen mit den Schwerpunkten Steiermark, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich. Das sind jetzt die Schwerpunkte. Dazu investieren wir auch personell jetzt in unserer zentralen Struktur in der Partei und kümmern uns jetzt wirklich um die Bundesländer. Wir bereiten Wahlkämpfe vor. EU-Wahl ist der nächste große Wahlkampf. Und wir bereiten Sacharbeit vor. Und Sacharbeit heißt, wir holen uns die besten Leute, die und das kostet auch was, recherchieren etwa den Bereich der Frauenarbeit. Nächstes Schwerpunktprojekt wird Wohnen, leistbares Wohnen. Da muss man recherchieren, da muss man dokumentieren, da muss man Gegenmodelle entwickeln und so weiter. Und da kommt jetzt die Akademie ins Spiel. Das machen sie nicht von einem Monat aufs andere. Wir sind dabei, ich bin gestern Abend mit den Leuten in Wien zusammengesessen, einen Think Tank aufzubauen, wo man einfach höchste Qualifikation so konzentrieren, dass wir so Gegenmodelle und auch Fakten und alles recherchieren und zusammenstellen, um ein Gegengewicht zu den großen Thinktanks der Neoliberalen aufzubauen. Weil auf der Seite der extremen Rechten und der Freiheitlichen Partei gibt es keine Thinktanks, da ist das Denken nicht so verbreitet, sondern das ist eher eine neoliberale Spezialität. Die investieren sehr viel in ihre Ideenschmieden. Also müssen wir unsere Ideen sehr professionell und zum Teil wissenschaftlich fundiert entwickeln. Das macht die Akademie. Und das zweite anspruchsvolle Projekt ist die Entwicklung eines Online-Mediums. Das sind wir dabei, das Stück für Stück zu machen. Jetzt haben wir einen Fahrplan. Der Fahrplan. Sie wollen einen unzensurierten Tee auf Liste Pilz machen. Erstens wird es anders heißen. Zweitens wird es anders funktionieren. Und drittens wird es hoffentlich genauso erfolgreich sein. Ja, wir brauchen das einfach. Das war ein großer Fehler der Grünen. Und da muss man daraus lernen, dass man die professionelle Nutzung sozialer Medien der FPÖ überlassen hat. Eine Frage haben wir da hinten noch aus dem Publikum. Hallo, mein Name ist Johannes Auersberg. Ich engagiere mich nur mehr, um Zukunft stabilisieren zu helfen. Und ich fand Ihre Eingangsfrage so gut. Ist diese Regierung eine Gefahr für Österreich? Und dann kommen andere interessante Themen, aber eigentlich war Ihre Frage der springende Punkt, um den sich alles dreht, weil diese Regierung ist in x-facher Hinsicht eine enorme Gefahr für Österreich, für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich, für das Sozialsystem, das da dranhängt. Ich finde, darum sollte sich wesentlich mehr drehen. Und jetzt zurück zu den Fakten. Laut Weltrisikobericht vom WEF, World Economic Forum, sehen die drei größten Gefahren, drei von fünf größten Gefahren, klimatisch bedingt. Nachdem jetzt ja die Martha Bismann, ihre ehemalige Kollegin, dieses Thema ja innehatte, jetzt weg ist, ist meine Frage, wie sieht jetzt Ihre Gewichtung aus? Danke vielmals für die Wortmeldung, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, wer soll künftig dieses Thema bei Ihnen betreuen. Die Martha Bismann hatte das bisher inne, die Klimapolitik. Sie haben in der Eingangsrunde auch schon gesagt, Sie wollen sich künftig stärker da auch selbst einbringen. Wer wird da künftig sozusagen der Klimaexperte bei der Liste Pilz und wie wichtig nehmen Sie das Thema? Sehr. Ganz einfache Antwort. Danke für das Lob, was jetzt Korruptionsbekämpfung und Kontrolle betrifft. Aber mir ist auch klar, wir können Korruption erfolgreich bekämpfen. Wenn das Klima kippt, wird uns das alles nichts nutzen. Dann leben wir in einer Welt, wo es um einiges unangenehmer wird. Und dann hilft uns das alles sehr, sehr wenig. Was machen wir? Ich habe das bedauert, dass Martha Bismann diesen anderen Weg gewählt hat. Das ist so, das nehme ich zur Kenntnis. So, jetzt lautet unsere Antwort, und wir haben das bei uns besprochen, weil das immer wichtiger wird und weil das eine Lebensfrage ist, ist es das Gescheiteste und die einzige Möglichkeit, wenn das einige, und zwar
Schlüsselabgeordnete dieses Clubs gemeinsam übernehmen. Der Bruno Rossmann ist zum Glück der Experte für die große ökosoziale Steuerreform. Es gibt keinen besseren. Der macht das jetzt und zwar mit 100% Einsatz. Wolfgang Zingel kümmert sich und ich werde mich auch darum kümmern. Jeweils mit sehr unterschiedlichen Zugängen. Und wir werden uns Leute von außen holen, weil wir uns Leute von außen holen müssen. Und sagen wir doch vor, es gibt in dieser Republik so viel an Kompetenz außerhalb des Parlaments. Mit diesen Leuten gemeinsam haben wir eine Chance. Nur ich gebe Ihnen den Punkt recht, ich sage es nicht gern. Es kann sein, dass es zum Teil schon zu spät ist. Es kann sein, dass wir die entscheidenden Zeitpunkte für die ganz großen Rettungen zum Teil versäumt haben. Und es kann sein, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder einige ganz, ganz entscheidende Jahre verlieren. Weil ich kann mir es nicht aussuchen, diese Regierung ist im Amt und diese Regierung ist wild entschlossen, zumindest die Freiheitliche Partei, den Klimawandel weiter zu leugnen. Schlicht und einfach zu leugnen. Das gibt es wirklich. Das ist grob fahrlässig. Das ist in der Privatwirtschaft. Ja, eine Partei, die an Aluhüte glaubt, glaubt halt nicht an den Klimawandel. Das ist halt so. Wir haben eine Aluhutpartei in der Bundesregierung. Ja, wenn man das irgendwem erzählt, sagen sie, das gibt es ja gar nicht. Ja, das gibt's. Es ist leider so. Langsam kommen die Leute drauf, dass sie Aluhüte gewählt haben und dass ein Teil der Regierungspolitik ein Aluhütchenspiel ist. So, wir können es uns nicht aussuchen. Wir können nur als Opposition so viel Druck machen, dass möglichst das Schlimmste verhindert wird und ein paar vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Und wir sind in dieser Frage wie kaum in einer anderen Frage auf die Zivilgesellschaft angewiesen. Darf das Leid aufstehen und sagen, wir halten das nicht mehr aus, das geht so nicht weiter. Und ich hoffe, dass möglichst viele mündige Bürgerinnen und Bürger da ihre Verantwortung wahrnehmen und selber auch aufstehen und sagen, wir lassen uns das nicht gefallen und wir lassen uns die Zukunft von dieser Regierung nicht ruinieren. Um so. Das geht's. Wir machen noch einmal eine letzte Pause und dann kommen wir zu unserem letzten Teil dieses Sommergesprächs zurück. Ganz kurze Pause und dann sprechen wir über die Zukunft der Liste Pilz. Wie will Peter Pilz die Partei wieder auf Schiene brechen? Was sind die großen Projekte für den Herbst? Wie schaut es mit der EU-Wahl aus? Wird die Liste Pilz dort kandidieren und wenn ja, mit wem? Wien-Wahl etc. Wir sind gleich wieder zurück. Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Niki Fellner trifft die mächtigsten Parteichefs des Landes. Und Sie sind mit dabei. Wutbürger, Politfans, Kritiker und alle, die schon immer mal mitreden wollten. Heute zu Gast Peter Pilz. Im Nikola-Tesla-Labor der Hochspannungshalle der TU Graz finden normalerweise hochwissenschaftliche Experimente statt. Prüfspannungen von bis zu 1 Million Volt sind hier möglich. Doch heute steht die Halle noch mehr unter Strom. Peter Pilz stellt sich den knallharten Fragen von OE24-Chefredakteur Niki Fellner und einer spannungsgeladenen Diskussion mit dem Publikum. Jetzt Peter Pilz und Niki Fellner bei Fellner Live, das Bürgerforum im Sommer. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen zurück zum letzten Teil unseres Bürgerforums mit Peter Pilz auf OE24TV. Herr Pilz, Sie haben Ihr Image als Aufdecker der Nation, muss man sagen, mit diesem Chaos ja ein bisschen verspielt in den letzten Monaten. Wie wollen Sie denn wieder Glaubwürdigkeit gewinnen? Fragen Sie mal nach bei Airbus. Die werden Ihnen bestätigen, dass sich da nichts an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Indem ich meine Umfragen sagen derzeit 70% haben eine negative Meinung von Ihnen. Herr Fellner, durch Arbeit, durch Einlösung der Versprechen, die wir Wählerinnen und Wählern gegeben haben. Und wenn uns viele Leute, die uns einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, jetzt die gelbe Karte gezeigt haben, dann muss man ihnen einfach sagen, okay, wir haben es verstanden. Das ist angekommen. Entschuldigen Sie sich eigentlich bei Ihren Wählern? Ich habe mich einmal bei den Wählerinnen und Wählern für das, was in den letzten Wochen passiert ist, öffentlich entschuldigt. Und ich stehe nicht an, das ein weiteres Mal zu tun, weil da ist vielen Menschen wirklich was zugemutet worden. Und da hat es auch Enttäuschungen gegeben. Und das muss man ernst nehmen. Und mir hat es manchmal selber gereicht. Aber jetzt geht's. Und das ist mir wichtig.
Und wir werden nicht allein gemeinsam mit SPÖ und NEOS diese Untersuchungsausschüsse zu zwei großen parlamentarischen Erfolgen der Kontrolle machen. Und wir werden um Gerechtigkeit kämpfen. Und wir werden schauen, dass wir Armut von Frauen und Kindern bis zum nächsten Jahr die Regierung überzeugen, dass wir das gemeinsam beenden. Und. Es geht. Wenn 7 Leute wirklich zusammenhalten, 7 hochqualifizierte, talentierte Leute zusammenhalten, dann können sie in einem Land wie Österreich gerade angesichts dieser Regierung sehr, sehr viel bewegen. Das möchte ich jetzt einfach zeigen, dass wir das können. Was sind denn die nächsten großen Projekte, die jetzt im Herbst anstehen? Die 2 Ausschüsse haben wir schon besprochen, Eurofighter und BVD, ist klar, das wird, nehme ich an, viel Zeit, auch persönliche Zeit bei Ihnen in Anspruch nehmen. Für was will die Liste Pilz in diesem Herbst noch stehen? Es wird ein Herbst der Kontrolle und es wird ein Herbst der Gerechtigkeit. Kontrolle heißt, weit über die Ausschüsse hinaus ein paar der gefährlichsten Entwicklungen bekämpfen. Ich habe heute schon genannt Parteibuchwirtschaft. Wir werden einrichten eine Meldestelle für Parteibuchwirtschaft bei uns in unserer Liste und werden die Menschen der Republik auffordern, von den Sozialversicherungen bis zu den Universitäten uns alles zu melden, wo diese Regierung Parteibuchwirtschaft betreibt, in Autonomien eingreift und die Parteibücher über Reformen und über Sacharbeit stellt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte für unsere politische Kultur. Aber die größten Fragen sind die Fragen der Gerechtigkeit. Und da geht es schlicht und einfach darum, uns ein großes Thema nach dem anderen vorzunehmen. Und ich wiederhole es, weil es so wichtig ist. Wir beginnen mit der Bekämpfung der Frauen- und Kinderarmut, dort, wo es um alleinerziehende Frauen geht. Dann nehmen wir uns vor, den ganzen Bereich prekäre Arbeitsverhältnisse für junge Menschen, wo es ungeheure Missstände gibt und junge Menschen oft gezwungen werden, 1 Jahr, 2 Jahre gratis oder fast gratis zu arbeiten, damit sie überhaupt eine Chance haben, in den Arbeitsprozess reinzukommen. Und parallel dazu versuchen wir, da sind wir jetzt beim Dokumentieren, beim Entwickeln von Modellen, im Bereich leistbares Wohnen ganz wichtige Entwicklungen vorzubereiten. Und wir werden ein Thema mit dem anderen, nach dem anderen mit der Regierung ausstreiten. Und es ist machbar. Die andere große Geschichte wird, wir werden den Streit um Integration führen. Da gibt es viele Leute, die sagen, lass das, das ist ein Thema, das nützt nur der Regierung. Stimmt nicht. Da gibt es jede Menge reale Probleme und wir müssen da rein. Und wir müssen zeigen, dass ein Land wie Österreich, das reich ist und wo es ein Maß an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gibt, das in ganz wenigen europäischen Ländern gibt, wenn es nur um die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher gegangen wäre, hätte man ja nie ein Problem gehabt. Das Problem war immer das Regierungsversagen und nicht die Hilfsbereitschaft der Menschen in dieser Republik. So, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, konkret zum Thema Gerechtigkeit. Wir haben ja, während der Druck auf arbeitslose Menschen steigt, Arbeit zu nahezu jeder Bedingung anzunehmen, nach wie vor keinen gesetzlichen Mindestlohn in Österreich, keine flächendeckende Lohnuntergrenze. Meine Frage nach Ihrer Position dazu oder nach der Position der Liste Pilz. Und dann habe ich noch eine strukturelle Frage. Was unterscheidet jetzt eigentlich im Weiteren die Liste Pilz von einer traditionellen Partei, weil Sie angetreten sind mit dem Anspruch, eine Bewegung zu sein und zurückführend jetzt auf mein Anliegen, Arbeitslose, also wo wäre zum Beispiel jetzt für eine Initiative arbeitsloser Menschen eine Schnittstelle zu Ihrer Bewegung, also Öffnung nach außen, wie schaut das aus, wie kann man sich das vorstellen? Ich beginne mal beim Zweiten. Aufgrund unserer Erfahrungen mit traditionellen Parteien haben wir gesagt, es bringt überhaupt nichts, wenn wir wieder eine traditionelle Karteipartei gründen, wo Hunderttausende oder Zehntausende Leute auf Karteizetteln draufstehen. Und letzten Endes, das Einzige, was man feststellen kann, über die Zeit eine immens teure Parteibürokratie entsteht, die letzten Endes alles entscheidet. Weil in traditionellen Parteien ist es meistens der Endpunkt der Entwicklung. Ich habe das auch bei den Grünen erlebt. Unsere erste Antwort im Wahlkampf war letzten Endes nicht wirklich überzeugend. Und da muss man lernen daraus. Wir haben gesagt, überhaupt nichts.
es reicht 3-4 Mitglieder und wir machen alles über den Parlamentsclub. Und jetzt hat sich herausgestellt im Verlauf dieses knappen Jahres, dass das nicht der richtige und nicht der beste Weg ist. Weil es Dutzende, Hunderte Menschen in Österreich gibt, auch mit allen möglichen konkreten Anliegen, die sagen, sie möchten da mittun. Und wir konnten ihnen keine gescheite Antwort darauf geben, wie geht das? Also müssen wir uns das überlegen. Also haben wir gesagt, und das war durchaus, das war ein Klärungsprozess, haben wir gesagt, wir öffnen einmal diese Partei und die nächste Versammlung, die wir haben werden, wird schon sein. Wir machen keine Massenaufnahmen, weil es ja nicht darum geht, einfach ein Parteibüchel eingesteckt zu haben. Das möchte ich nie wieder. Sondern jetzt werden es mal 20, jetzt sind 30 und dann werden es bald 100 sein und dann werden es mehr. Bei uns jetzt Mitglied zu werden, heißt in ganz konkreten Projekten eine besondere Verantwortung übernehmen. Und die Leute, die in ganz konkreten Projekten, das können auch Landtagslisten sein, aber können auch konkrete Sachprojekte sein, die eine besondere Verantwortung übernehmen, denen gebührt selbstverständlich das Recht auf Mitbestimmung bei uns. Nicht nur Mitgestaltung, sondern auch Mitbestimmung. Und diesen Öffnungsprozess führen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Und wo ist die Schnittstelle? Na, wenn wir zwar miteinander reden, dann bin ich halt Ihre persönliche Schnittstelle. Herr Pilz, wenn wir schon mit der Zeit ein bisschen knapp sind, würde ich noch gern zur EU-Wahl kommen. Die Wahl steht nächstes Jahr an. Sie haben angekündigt, die Liste Pilz will dort kandidieren. Ursprünglich war, glaube ich, der Johannes Voggenhuber mal Ihr Favorit als Spitzenkandidat. Mittlerweile hört man immer öfter den Namen Maria Stern. Mit wem werden Sie denn jetzt antreten bei der EU-Wahl? Das möchten Sie jetzt exklusiv vermelden. Sie sollten es exklusiv vermelden. Wenn ich es schon wüsste, ich hätte kein Problem, das Ihnen zu sagen. Ich könnte auch sagen, mein Favorit oder meine Favoritin ist folgende Person. Aber zuerst schauen wir mal, wie diese Kandidatur ausschauen soll und wie auch das Kontrastprogramm zur völlig misslungenen österreichischen Ratspräsidentschaft ausschaut. Weil momentan richtet unsere Ratspräsidentschaft, und das ist nicht gut für unsere Republik, einen Schaden nach dem anderen in Europa an. Also dieser mutwillige Angriff gemeinsam mit Orban und der bayerischen CSU auf die zentrale europäische Achse Paris-Berlin, das war eine europapolitische Verrücktheit der Extraklasse. Und die Frage ist jetzt, wie schaut ein Gegenprojekt aus, das europäisch ist, aber nicht brüsselhörig ist? Dass die Interessen dieser Republik ganz klar in Europa vertritt, aber auch ganz klar sagt, das muss ein Europa der Ökologie, der Gerechtigkeit und auch der demokratischen Mitbestimmung sein. Sie sich auch europäische Allianzen suchen mit anderen. Der erste Schritt ist einmal eine saubere und ordentliche Kandidatur vorbereiten. Das zweite ist, es ist gar nicht so leicht auf europäischer Ebene, weil es da verschiedene Fraktionen gibt, wo es nicht klar ist, ob wir da wirklich hineinpassen. Aber die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien beispielsweise, wäre das ein möglicher europäischer Partner für Sie? Mit Sicherheit nicht. Eine Partei, die gemeinsam mit Neofaschisten in Italien regiert, Menschenrechte missachtet und sich an einer wirklich abenteuerlichen rechtspopulistischen Politik beteiligt, mit der haben wir sicher nichts zu tun. Ganz sicher nicht. Herr Pilz, abschließend, weil wir sind leider schon, müssen schon zum Ende kommen, weil wir am Anfang ein bisschen überzogen haben. Was sagen Sie denn jenen Wählern, die sagen, nach dem Chaos wähle ich den Peter Pilz sicher nicht mehr? Dass Sie uns die Möglichkeit geben sollen, Sie ein zweites Mal zu überzeugen. Es geht jetzt um eine zweite Überzeugung. Es geht um einen zweiten Start. Es gibt was und es bleibt uns nicht erspart, das erlebt fast jedes Start-up und es haben in ihrer Frühphase sogar Unternehmen, Medienunternehmen wie Österreich erlebt, dass das erste Jahr äußerst turbulent ist. Das ist so. Damit muss man umgehen lernen. Im ersten Jahr macht man Fehler, die man entweder im zweiten Jahr noch immer macht, dann gibt es wahrscheinlich kein drittes Jahr, oder aus denen man lernt. Ich kann den Wählerinnen und Wählern nur versprechen, zu lernen, aus den Fehlern zu lernen, gemeinsam zu lernen und einfach besser zu werden. Wir müssen uns eines großen Vertrauens würdig erweisen. Das hat es in Österreich eigentlich noch nie gegeben. Das heißt, im politischen Nichts, ohne Geld,
ohne Verbände, ohne Konzerne dahinter, auch ohne jede Abhängigkeit, mit einem einzigen Plakat, eine Liste, wo sich die Leute zum Teil vorher, ein, zwei Monate vorher, gar nicht persönlich gut gekannt haben. Es ins Parlament schafft. Der Grund ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil eine unabhängige Kraft, die genau das Gegenteil dieser Regierung repräsentiert, in diesem Land gebraucht wird. Und das ist der Punkt. Das Team Stronach war eine Partei, und so sind sie auch zugrunde gegangen, die eigentlich niemand braucht hat. Die Grünen haben am Anfang ein Chaos gehabt, das können Sie sich ja gar nicht mehr vorstellen. Da ist ja das, was wir an Blödsinn gemacht haben, vernachlässigbar. Wir haben gestritten, da sind 2 Jahre nur die Fetzen geflogen. Trotzdem sind wir nicht aus dem Parlament geflogen, nicht weil wir so toll waren, wir waren nicht besonders toll, sondern weil die Grünen als ökologische Kraft, als Kraft der Gleichberechtigung und der Friedensbewegung gebraucht worden sind. Und heute wird eine Kraft, die glaubwürdiger als die SPÖ, genau das Gegenteil der Regierungspolitik verkörpern kann, dringend gebraucht. Deswegen ist es unsere Verantwortung, mit dieser großen Aufgabe sorgsam umzugehen und nicht an uns selber zu denken, mir war da viel zu viel persönlicher Egoismus in den letzten Wochen sichtbar, sondern daran zu denken, was unsere Aufgabe ist. Wenn wir das den Leuten signalisieren, dass die gelben Karten, die uns massenweise von unseren Wählerinnen und Wählern gezeigt worden sind, dass das angekommen ist, dass wir lernen und besser werden, dann passt's. So. Herr Pilz, wir sind am Ende. Danke für dieses spannende Sommergespräch. Danke Ihnen für die spannenden Fragen. Wir sind gleich wieder zurück hier auf OE24TV und dann geht es weiter mit Fußball, mit der österreichischen Bundesliga, mit unserer Bundesliga-Highlight-Show Ampfiff. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir sind gleich wieder da.